Die Welt birgt viel Einsamkeit, sagt Sarah Mock. Eigentlich ein Grund, um zu Hause zu sitzen und Trübsal zu blasen. Aber da macht sie doch lieber gruselige Filme. Du hast gerade den Kunstpreis von Mannheim der Heinrich-Vetter-Stiftung erhalten. Was bedeutet dir dieser Preis? Also der bedeutet mir sehr viel, weil das mein erster großer Kunstpreis ist, meine erste Einzelausstellung. Mein Studium ist gerade oben, also ist der perfekte Zeitpunkt. Da war ja noch dieser tolle Katalog dabei, der kommt jetzt auch genau zum richtigen Zeitpunkt und ich bin total glücklich darüber. Weißt du schon, was du damit anstellst? Also den Katalog nehme ich natürlich, um mich für alle weiteren Stipendien und sonstige Sachen zu bewerben. Und was jetzt das Preisgeld betrifft, habe ich noch keine Sekunde Zeit gehabt, darüber nachzudenken, weil ich genau mein Examen angefangen habe, als ich davon erfahren habe und seitdem nur gelernt und gearbeitet habe. Und jetzt ist die Eröffnung und so, und dann kann ich drüber nachdenken. Es wird auf jeden Fall nicht in eine Reise, sondern eher in die Kunst investiert. So viel ist sicher, ja. Und wenn der letzte Käfer, das war der Titel von deinem Film, den du eingereicht hast, und wie geht der Satz eigentlich weiter? Da gibt's keine Antwort. Ich würde es mal sagen, ist typisch, eigentlich so ähnlich wie bei meinen Videos, dass ich nicht so ein Drehbuch schreibe und das jetzt eine runde Story wäre mit irgendeinem Happy End oder irgendeinem anderen Ende, und genauso wenig geht auch dieser Satz zu Ende. Und was inspiriert dich so grundsätzlich? Das Leben. Also ich mache mir ziemlich existenzielle Gedanken immer über das Leben und das Dasein und die Wirklichkeit, und das fließt dann in meine Arbeit rein, genauso wegen diesen Orten, die ich nachbaue. Das habe ich vor allem in meinem Auslandsstudium gemerkt, dass mich auch immer ganz stark der Ort inspiriert, in dem ich mich gerade befinde. Welche Rolle spielt eigentlich das Unbewusste in deiner Arbeit? Also das spielt eine sehr große Rolle. Ich weiß jetzt auch nicht, woran du das erkannt hast, vielleicht an den Bildern oder sowas. Also es gibt halt von mehreren Richtungen eigentlich, spielt das da rein. Einmal eigentlich von meiner Herkunft, weil ich in einer Psychiaterfamilie groß geworden bin und es wurde immer viel psychologisiert und analysiert und darüber geredet, sodass es mich schon fast genervt hat irgendwie. Aber das ist halt drin, wenn man so aufgewachsen ist. Auf der anderen Seite hat sich's halt von meiner Arbeit heraus so ergeben, dass ich meistens assoziativ arbeite. Also, dass ich kein Drehbuch schreibe, sondern halt meine Kulissen baue, weil ich ein Bild im Kopf habe. Das kommt ja auch aus dem Unbewussten, und dann darin agiere. Das muss dann auch ich sein, weil ich ja nicht jemandem sagen kann, was er machen soll, wenn ich noch gar nicht weiß, was passiert. Ich hoffe, und das wurde mir dann zum Glück manchmal bestätigt, dass ich mit meinen Arbeiten auch also das Unterbewusstsein der Menschen anspreche, dass das nicht so eine rationale Kunst ist oder ganz theoretisch, sondern irgendwie einen berührt von den Bildern, die da sind. Und was sind so die Hoffnungen, Träume, Wünsche? Dass ich es schaffe, bei der Kunst zu bleiben. Und dass ich das schaffe, so meinen Lebensunterhalt zu verdienen, dass ich möglichst in dem Bereich arbeite und auf jeden Fall immer genug Zeit haben werde. Und Sarah Mock in 10 Jahren? So weit habe ich noch nie in die Zukunft blicken können oder irgendwas planen können. Das wird sich zeigen. Okay, dann vielen Dank für das schöne Gespräch und viel Glück für die Zukunft.